Zu Haus und herzlich willkommen. Und dieses Video dreht sich um eine Rezension und zwar, wer weiß, nach dem Intro. Guten Tag. Ich habe mich nicht so ausgedruckt, aber ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel. Da geht es um eine Reihenvorstellung und zwar um die Legend-Trilogie, die hole ich aber euch nur nochmal einzeln raus. Mal kurz vorab, ich werde zu jedem Buch einzeln was sagen. Heißt, wenn ich sage, jetzt kommt was zum zweiten Teil und ihr das nicht wissen wollt, dann am besten wegschalten. Oder zum dritten Teil oder sonstiges. Ich werde, glaube ich, zu jedem Buch etwas sagen, weil das sonst zu kurz wäre, wenn ich das dann nur zum ersten Teil machen würde. Wir fangen erstmal mit dem ersten Teil an. Und das ist Legend Fallener Himmel von Mary Lou. Das Cover ist recht schlicht gehalten mit Weiß, was dann mit den anderen mit... mit Lila und so... Naja, Weiß ist gemischt mit Lila ist. Auf jeden Fall geht es hier in diesem Buch um Day und June. Das sind unsere Hauptfiguren, die wir auch in Ich-Perspektive erleben dürfen können. Es wechselt immer zwischen den Perspektiven. Ich kann es mal zeigen. So, haben wir hier zum Beispiel einmal Day und June ist, wenn ich jetzt finden könnte. Jetzt hatte ich es gerade gefunden. Und June ist dann hier. Ja, das sind dann immer halt abwechselnd aus den Perspektiven. Ist auch dann auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Was ich persönlich sehr gut finde. Ich finde, es ist abwechslungsreicher, weil man halt verschiedene Sachen aus verschiedenen Perspektiven sieht. Es wird aber jetzt nicht so gesagt, es wird jetzt nicht eine Sache von Day erzählt, die ja nochmal von June wiederholt wird, sondern das geht mit der Geschichte weiter, aber aus einer Perspektive, was ich persönlich viel besser finde. Worum geht es? Wie gesagt, es geht um Day und June. Erstmal kennt sich gar nicht. Day ist ein Meisterverbrecher, ein Weltgesuchter, also er wird auf der ganzen Welt gesucht, weil er ein Schwerverbrecher ist. Und June ist eine Soldatin, kann man das sagen, so eine Obersoldatin oder auf jeden Fall sind die beiden sehr jung, so knapp 20 Jahre. Es geht aber um das zukünftige Amerika. Das ist dann die Republik. Also June ist von den beiden im ersten Teil eher die Gute, die halt auf der amerikanischen Seite sozusagen steht, weil Day ist ja dann eher der Verbrecher. Ja, und Dune arbeitet in der Republik oder ist tätig dabei. Und ja, ich könnte ja mal hinten ein bisschen vorlesen, was aber jetzt nicht so, was zum Glück nicht so viel verrät. Und zwar, wenn Liebe zur Legende wird. Ich werde dich finden, ich werde die Straßen von Los Angeles nach dir durchkämmen. Jede Straße der Republik, wenn es sein muss. Ich werde dich in die Irre führen. Und überlisten, ich werde Lügen betrügen und stehlen, um dich zu finden. Dich aus deinem Versteck locken und dich jagen, bis es keinen Ort mehr gibt, an den du fliehen kannst. Das verspreche ich dir. Dein Leben gehört mir. Eine Welt der Unterdrückung, Rachegefühle, die durch falsche Anschuldigungen genährt werden und Hass dem einer grenzenlosen Liebe entgegentritt. Dies ist die Geschichte von Day und June, getrennt und sie erbitterte erbitterter Gegner, aber zusammen sind sie eine Legende. Ja, ich war, glaube ich, kurzzeitig entschlossen, dass das Video nicht in drei Teile zu sein, weil es ist ein bisschen, nicht unnötig, aber dann spoilert man zu sehr. Ich möchte auch kein Video gucken, in dem ich mich spoiler. Da kann man zum ersten Teil sagen, das Buch kostet 17,95 und ist im Löwe Verlag erschienen, ungefähr 365 Seiten. Meiner Meinung nach habe ich, glaube ich, dem Buch
4 Sterne gegeben. Ist ein gelungener Auftakt. Es ist nicht lange nicht der beste Teil. Der beste Teil ist der dritte Teil. Der zweite Teil ist so ein bisschen am schwächsten, finde ich. Aber jeder hat seine eigene Meinung. Oder im Schutzumschlag finde ich die Bücher. Ist das ein Highlight? Obwohl das jetzt nicht so ist, sondern ist zwar einfach nur weiß, aber hier steht ja nur Legend drauf in Gold mit auf dem goldenen Republikzeichen. Und auf der Seite ist das dann auch nochmal Gold. Ja. Jetzt kommt das bekannte Problem mit dem Schutzumschlägen. Ja, es ist auf jeden Fall, am Anfang habe ich mich nicht so sehr herangetraut, weil ich gedacht habe, das kann mir nichts für mich, so Republik-Patrioten-mäßig und ja, mit so einem Republikführer und so und dann ich so gedacht, habe ich es mal zu Weihnachten bekommen und ich wusste nicht, was ich lesen soll. Dann habe ich mal mit Legend angefangen, hat sich in den ersten Seiten den Schreibstil besonders sehr gut gefallen, bis es dann irgendwann immer besser wurde oder am Ende war es einfach so gut. Also schlussendlich ein sehr gutes Buch. Es ist auf jeden Fall eine der besten Reihen, die ich je gelesen habe. Jetzt hab ich schon mal Reihen abgeschlossen, außer Legend. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bald wird ja noch Silber abgeschlossen und so weiter. Ja, das zum ersten Teil. Jetzt zeige ich gehe jetzt nicht auf die zweiten und dritten Teil ein. Ich zeige euch mal so ein bisschen außen. Der zweite Teil sieht dann eher so hell-lila aus. Mit dem Zeichen der Patrioten. Er heißt Schwelender Sturm und kostet auch 17,95 € und unter dem Schutzumschlag sieht er dann fast genauso aus, nur dass statt dem Republikzeichen das Patriotenzeichen vorhanden ist. Ich finde die Karte vielleicht schlicht, aber für mich sind sie einfach nur genial gemacht worden. Super Idee und ja, schon allein auf diese Idee, auf diese Geschichte zu kommen, auch mit zwei Hauptcharakteren und diese Story zu machen, ist schon krass. Dann kommen wir noch zum dritten Teil, der dann komplett lila ist. Und zwar Berstende Sterne. Kostet auch 17,95 €. Unter dem Schutzumschlag sieht er natürlich genauso aus wie die anderen. Aber ist aber nur geil. Schlicht, aber gut. Ich persönlich lese ja immer Bücher ohne Schutzumschläge, weil ich mag das, wenn die dann so verkatscht sind. Aber das ist meine Meinung. Das hier. Ja, das ist kein wirkliches Zeichen der Patrioten oder der Republik, sondern das ist eher so ein, ich weiß nicht, ob man ein Zeichen benennen kann. Aber wenn ich jetzt sage, was daran passt, wenn ich jetzt sage, wofür das steht, dann würde ich euch vielleicht ein bisschen spoilern, aber ich finde, das Cover spricht für sich. Wenn man jetzt das Buch schon oder die Bücherei schon gelesen hat, dann können wir uns vielleicht schon was denken. Aber ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen, weil sonst. Ach ja! Da war ja noch. Was ich noch sagen wollte. Ich habe den ersten Teil von Legend schon gelesen und fand ihn eigentlich recht gut. Also ich fand ihn ja gut. Und habe dann, da es ja eine Trilogie werden sollte, direkt geguckt, ob es einen zweiten Teil schon gibt. Aber nein, ich musste 6 oder 7 Monate warten, was dann echt doof war. Bis ich dann, als er rausgekommen ist, direkt gekauft und auch gelesen habe, was dann eigentlich ein Fehler war, weil dann musste ich natürlich noch länger warten, und zwar ein ganzes Jahr auf den dritten Teil. Und das Doofe ist dann halt, dass man halt ein bisschen ein paar Sachen vergisst mit der Zeit. Aber wenn man jetzt noch nicht so wusste, wenn man jetzt noch nicht weiß, was Legend für eine Trilogie ist, wenn euch mal den durchliest, dann könnt ihr auch in einem Rutsch durchlesen. Das ist bestimmt noch viel besser, als wenn man immer ein Jahr wartet. Man hat zwar diese Vorfreude, aber so kann man direkt weiterlesen.
Und es ist eine der besten Trilogien oder eine der besten Reihen, die ich bis jetzt gelesen habe, wie gesagt, und die es auch, glaube ich, gibt. Mary Lou schreibt einfach, hat einfach einen richtig guten Schreibstil, der sich flüssig, der flüssig ist. Und sie umschreibt nicht so viel. Also man muss ja als Autorin Sachen, muss nicht, aber man ist ja besser, wenn man Sachen halt ein bisschen beschreibt, aber jetzt nicht einen Baum beschreiben innerhalb von 2 Seiten. Deswegen, ich finde es gelungen. Und ich kann auch mal die englische Version zeigen. Das ist die englische Version vom ersten Teil. Habe ich auch schon mal reingelesen. Der schreibt ist natürlich dann auf Englisch. Ja, besser, weil es ja auch Originalsprache ist. Aber ich finde die Cover in Deutsch besser. Die kann man auch noch im zweiten Teil sehen. Der dritte Teil ist dann weiß und also der zweite Teil heißt Prodigy und der dritte Teil heißt Champion und ist dann weiß und das, ich meine, das ist so eine Art von dem Symbol, das ist glaube ich ein bisschen abgewandelt, was ist dann rot. Ja, so sieht die gute Frau aus. Muss ich auch mal zeigen. Ja, was hier bei den englischen Ausgabe bedeutend besser finde, ist, dass erstens die Schrift von den einzelnen Charakteren, also am Anfang von einem Kapitel, sehr viel größer und dicker ist. Aber vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt, bei June ist die Schrift dann halt neutral, schwarz, wenn ihr vielleicht sehen kann. Aber bei D ist sie, das kann ich wahrscheinlich nicht sehen, aber es ist so eine Art braun, grün, gelb. Wenn ich aber den Unterschied sehen kann, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden, was ich persönlich besser finde, dass dann bei dem zweiten und dritten Teil noch mehr hervorgehoben, in dem June halt schwarz bleibt und aber Day ist im zweiten Teil, glaube ich, blau geschrieben und im dritten Teil, glaube ich, rot geschrieben. Und das macht dieses Lesevergnügen halt noch, ist halt, da ist Lesevergnügen natürlich noch mehr da. Ja, aber ich liebe diese Reihe einfach, ich werde sie vielleicht auch nochmal lesen, weil es ist einfach eine super tolle Reihe. Will sie euch nur ans Herz legen, es ist einfach nur atemberaubend spannend und mitreißend und dramatisch und emotional und einfach alles. Es ist einfach toll. Ich glaube, Markus will sie auch. Markus will sie die auch lesen. Ja, der will sie auch lesen. Da kann man ja mal vielleicht auch mal was zusammen machen. Aber kann ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal Legend gelesen habt oder den ersten oder den zweiten Teil oder nur oder alle Teile sogar, dann könnt ihr mal schreiben, wie ihr es fandet oder ob ihr anderer Meinung oder sogar gleicher Meinung seid wie ich. Ist das hier sogar? Komm schon. Schade. Ist nämlich eine Leseprobe von Prodigy, also den zweiten Teil dran, aber nur June leider. Heißt, man kann diese Farbe nicht sehen. Ja. Das war es auch schon für diese Reihenvorstellung. Es hat jetzt, glaube ich, fast 14 Minuten gedauert, was eigentlich schon recht viel ist für eine Reihenvorstellung. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen so angefixt mit der Reihe. Weil sie ist wirklich sehr, 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 sehr toll. Ich liebe sie einfach. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag bei Abend, Mittag, was auch immer. Und wir sehen uns dann bei unseren nächsten Videos und Adventskalender und so weiter. Und bis dann. Tschüss. Ja, das war's auch eigentlich schon mit diesem Video. Und vergesst nicht, liken, teilen, favorisieren, abonnieren und kolorieren. Viel Spaß!